Herzlichen Glückwunsch an euch, wenn ihr dieses Video angeklickt habt, denn heute zeige ich euch, wie ihr die besten Walnussplätzchen der Welt machen könnt. Es sind wirklich die besten. Und das heutige Video ist Bestandteil einer Riesenkooperation von 24 YouTubern. Das heißt, vom 1. bis zum 24. Dezember hat jeder von diesen YouTubern ein super tolles Weihnachtsrezept für euch. Außerdem gibt es auch ein richtig cooles Gewinnspiel, an dem ihr teilnehmen könnt. Das verlinke ich euch unten. Und zwar ist es von der Annette. Das ist die nette Dame, die diese Kooperation kreiert hat. Und ich würde euch bitten, einfach mal bei denen, die euch interessieren, bei allen am besten vorbeizugucken. Denn jeder von denen hat ein wirklich tolles Rezept hochgeladen. Das heutige Video hat einen Spezialgast und zwar meine Mama. Das heißt, alles, was ihr hier seht, beziehungsweise fast alles, hat meine liebe Mama gemacht, weil sie es einfach viel besser kann als ich. Von daher nochmal vielen Dank an meine Mama. Und als allererstes machen wir den Teig. Die Grammangaben schreibe ich euch unten in die Infobox. Wenn ihr wissen wollt, wie man den Teig macht, dann schaut euch einfach das Video an, was ich vor 2 Wochen hochgeladen habe. Das verlinke ich euch unten. Da seht ihr, wie man den Mürbeteig zubereitet. Unsere Plätzchen backen wir dann circa 8 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze im Ofen. Also stellt den Wecker einfach mal auf 6 Minuten und behaltet sie dann auf jeden Fall im Auge. Die stellen wir dann einfach zum Abkühlen raus auf den Balkon oder aufs Fensterbrett, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt. Und dann könnt ihr eventuell abends auch einen richtig schönen Sonnenuntergang genießen, so wie ich das da gemacht habe. Und an der Stelle möchte ich einfach mal auf die Lisa hinweisen. Sie hat nämlich gestern ein Video hochgeladen von super leckeren Keksen. Also statt des Sonnenuntergangs könnt ihr hier einfach mal bei ihr vorbeischauen. Den Kanal findet ihr rechts oben schnell verlinkt. Also bitte unbedingt bei der Lisa vorbeigucken. Die eigentliche Arbeit geht jetzt erst los. Als allererstes stechen wir mit demselben Plätzchenausstecher Kreise aus unserer Marzipandecke aus. Dann geben wir die Kuvertüre über ein heißes Wasserbad und lassen die langsam zerfließen. Unsere Marmelade verfeinern wir mit einem Schuss Cognac, wenn ihr möchtet, wenn die Kinder essen, dann vielleicht eher nicht. Die Kuvertüre einfach mal umrühren, so dass die schön cremig gleichmäßig zerfließt, und dann richten wir auch einfach schon mal unsere Walnusskerne her, die wir dann am Ende auf die Plätzchen draufsetzen. Jetzt läuft die Zusammensetzung eigentlich nach einem festen Schema ab. Wir geben die Marmelade auf unser Plätzchen, decken es dann zu mit der Marzipandecke, bestreichen das dann mit Schokolade, und solange die Schokolade noch flüssig ist, runden wir das Ganze ab mit dem halben Walnusskern. Und so machen wir das für alle. Das kann ein bisschen dauern, deswegen eignet es sich, wenn das 3, 4 oder 15 Leute gleichzeitig machen. Und das war es dann eigentlich mit dem Rezept. Ein bisschen dauert es schon, aber sie lohnen sich definitiv, weil sie einfach unfassbar lecker schmecken. Es sind wirklich meine absoluten Lieblingsplätzchen, und dann habt ihr es hinbekommen. An dieser Stelle möchte ich mich bedanken fürs Zusehen und auch nochmal hinweisen auf alle anderen YouTuber, die mit teilgenommen haben. Und ich möchte euch auch bitten, morgen beim Kanal Ich koche heute vorbeizuschauen mit dem großen Finale des YouTube Adventskalenders. An der Stelle wünsche ich euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, auch wenn ich glaube, dass wir uns davor nochmal sehen bzw. hören. Macht's gut, ciao.